Willst du was Tolles sehen? Musst du in die Steinzeit gehen? Hier lebt ein Junge mit seinem Dino. Nichts hält sie auf, Tipp und Tum-Tum. Sie sind unschlagbar, füreinander da. Gebt niemals auf, Tipp und Tum-Tum. Tum-Tum, du weißt ja, was du tun sollst. Dachte ich. Naja, fast. Du solltest eigentlich diesen Stock hier holen und wieder zu mir bringen. Na los, hol ihn! Aua! Aaron, das tut mir echt leid. Ich hab dich gar nicht gesehen. Schon gut. Mein alter Schädel hat schon Schlimmeres erlebt. Was machst du hier? Das wird dich wundern. Ich habe euch gerade gesucht, euch zwei. Allerdings insbesondere Tum-Tum. Tum-Tum? Tum-Tum, du musst keine Angst haben. Na, komm her. Oh, wirklich erstaunlich. Das ist ja unglaublich. Es grenzt an ein Wunder. Was meinst du? Was ist denn? Stimmt was nicht mit ihm? Nein, nein, kein Grund zur Sorge. Es ist nur, dass, Mittagessen, na wie schon? Oder hast du keinen Hunger? Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Komm mit, Tum-Tum. Tum-Tum, runter! Oh, da ist ja eine Höhle. Aua! Was ist das denn alles? Tipp, hatte ich dich nicht zum Essen ins Dorf geschickt? Das ist ja Tum-Tum. Aber wer hat den denn hier an die Wand gemalt? Das versuche ich ja gerade herauszufinden. Und hier den Pfeil und den Vulkan und die Sonne. Schön langsam, mein Junge. Ich werde Zeit brauchen, um zu verstehen, was es mit diesen Zeichnungen auf sich hat. Es könnte sich dabei um ein Ritual handeln. Ein Ritual? Ach, setz dich, Tim. Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Also, vor vielen Monden, da besaßen unsere Vorfahren magische Kräfte, die sie vor den Angriffen wilder Tiere schützten. Sie konnten sich selbst in Tiere verwandeln. Doch als sie merkten, welche Gefahren diese Magie in sich barg, da hörten sie auf, sie anzuwenden. Was hat das denn mit der Höhle zu tun und mit Tum-Tum? Nun ja, möglicherweise ist Tum-Tum ein Opfer dieser magischen Kräfte. Vielleicht war er mal ein Kind genau wie du und wurde in einen Dinosaurier verwandelt. Was? Das könnte erklären, warum er heute noch lebt. Wenn man bedenkt, dass die Spezies schon vor langer Zeit ausgestorben ist. Nein, das glaube ich nicht. Tum-Tum ist kein Junge wie ich. Er ist ein Saurier. Ein Dinosaurier! Nun, weißt du, Tipp, Dinosaurier freunden sich normalerweise nicht mit Menschen an. Nein, das kann nicht wahr sein! Das Bild scheint eine Erklärung zu sein, wie man ihm seine ursprüngliche Gestalt zurückgeben kann. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich dieses Ritual auch durchführen. Was? Nein, das darfst du nicht tun! Für ein Gesicht. Sag mal, was ist los? Schwer zu erklären. Aaron war in einer Höhle und da hat jemand was an die Wand gemalt. Jetzt denkt er, Tum-Tum war mal ein Junge vor langer Zeit und wurde dann in ein Dinosaurier verwandelt. Das ist ja aufregend. Was soll aufregend sein, hä? Also wie es scheint, ist Tum-Tum in Wahrheit ein Dinosaurier! Und zwar ein ganz normaler Dinosaurier. Mit einem Schwanz, Zähnen und ganz kurzen Vorderbeinen. Also absolut total normal. Du hältst mich wohl für einen Idioten, oder was? Ach, lass doch. Wir wollten doch zum Fluss gehen, oder nicht? Kommt, Leute. Dann bekommen wir einen neuen Freund. Er ist doch
schon unser Freund. Jedenfalls meiner. Selbst wenn er ein Dino ist. Ja, aber wenn er eigentlich ein Junge ist, also ein Mensch, dann könnte er doch hier mit uns leben. Das hast du doch immer gewollt. Schon, aber doch nicht so. Sei nicht so egoistisch. Du denkst echt immer nur an dich selbst und nie an Tumtum. Das stimmt doch gar nicht. Wenn ich in einen Dino verwandelt worden wäre, würdest du mich dann nicht zurückverwandeln wollen? Komm mit, Cory, wir gehen lieber. Aha. Gut, also wenn die Sonne hinter dem Vulkan verschwindet, dann, was bedeutet das nur? Vielleicht hat Tara recht. Und ich bin egoistisch. Wenn du auch ein Junge wärst, wären wir dann immer noch beste Freunde? Das heißt wohl ja. Was meinst du? Wie sieht Tumtum in echt aus? Ich wette, er sieht mindestens so gut aus wie Tip. Vielleicht hat er ja rote Haare und auch noch Locken, so wie wir. Aha, es stimmt also doch. Und dieser dumme Riesengecko ist in Wirklichkeit auch ein Mensch? Hat dir noch nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, andere auszuspionieren? Wer sagt denn, dass ich höflich bin? Wenn Tumtum wieder zum Kind wird, kann Matschauge jedenfalls nie wieder mit seinem blöden Dinosaurier angeben. Genau. Also, wo ist die Höhle? Das werden wir dir nie verraten. Ihr seid nämlich... Wollt ihr sie sehen? Ich zeig sie euch. Was? Aber das kannst du Tip nicht antun. Ich mach das doch nicht, um Tip zu ärgern. Ich tue das für Tumtum. Aaron! Aaron! Tut mir leid, das von vorhin. Ich war viel zu egoistisch. Wenn du Tumtum sein altes Ich zurückgeben willst, dann helfe ich dir dabei. Nein, mein Junge, du bist derjenige, der recht hatte. Wir dürfen auf keinen Fall mit magischen Kräften herumexperimentieren. Sonst geht das noch schief. Da! Oh, seht euch das an. Also, ich verstehe das so, dass Tumtum zum Vulkan geht, genau dann, wenn die Sonne dahinter verschwindet und wieder zu einem Jungen wird. Ja, und dann ist es für immer vorbei mit den Dinos. Weißt du, was ich seltsam finde an den Malereien? Die Farben sind noch ganz frisch. Vielleicht wollte uns jemand in die Irre führen. Aber warum denn das? Das frage ich mich auch. Möglicherweise wurden diese Bilder von jemandem gemalt, der irgendwelche bösen Absichten hat. Magie birgt auch Gefahren. Damals kam es sogar vor, dass Kinder während der Verwandlung ganz verschwanden. Was? Hast du das gehört, Tumtum? Tumtum? Was für ein Vielfraß, dieser Dino. Also echt. Das war die letzte Pflaume. Was? Das kann überhaupt nicht sein. Was guckt ihr mich so an? Hey, lass mir welche übrig. Willst du noch welche? Dann komm her, na komm. Gib ihm aber nicht alle, Tara, ja? Tumtum! Tumtum! Die sind mit Tumtum zum Vulkan gelaufen, damit er wieder ein Junge wird. Was? Dann ist höchste Eile geboten. Höchste? Wartet auf mich! Noch ein Stückchen. Komm weiter, komm. Schön hinter mir bleiben. Wir müssen uns beeilen. Ja. Die Sonne geht gleich unter. Ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Los, hol sie dir, Tumtum. Das war ganz schön schlau. Und wo ist er jetzt? Du kommst etwas zu spät, Matschauge. Was habt ihr nur getan? Tumtum muss raus aus dem Krater und zwar sofort, hört ihr? Ihr seid schuld, wenn er gleich ganz verschwindet. Was? Ganz? Huhu! Hey Leute, wo seid ihr? Die Sonne, seht ihr? Sie geht unter. Tumtum! Es
funktioniert. Tum-Tum? Das ist unglaublich. Ich habe ihn mir irgendwie größer vorgestellt und nicht ganz so dicklich. Na, ein Glück, da seid ihr ja. Ich habe vielleicht einen Bärenhunger. Sind noch Pflaumen da? Nein. No. Wo, was ist denn mit Tum-Tum? Tum-Tum, mein Freund. Tut mir leid, Tip. Ich wollte natürlich nicht, dass Tum-Tum was passiert. Das macht nichts. Wegen dir frage ich mich jetzt zuerst, was gut für ihn ist, anstatt nur an mich selbst zu denken. Und was ist jetzt mit den Höhlenmalereien? Ich habe mich getäuscht. Wir müssen noch mal neu überlegen. Hallo? Was wollt ihr denn hier, ha? Ihr seid in meiner Höhle? Und ich muss ein Bild fertig malen. Lilly, die Zeichnungen sind von dir? Oh, welcher Auerochse hat mit seinen fettigen Fingern über mein Gemälde gewischt? So, ein bisschen Blütenfarbe und schon ist es wieder schön. Aber wieso malst du ein Ritual an die Wand? Ritual habe ich doch gar nicht. Das soll ein Bildertagebuch sein. Und diese Zeichnung erzählt die erste Begegnung von Tip und Tum-Tum. Also, das erklärt so einiges, was, Kinder? Finde ich ja toll, Lilly. Ist wirklich sehr hübsch geworden. Aber warum hast du den Vulkan gemalt? Das soll doch kein Vulkan sein. Das ist eine Hütte. Und das heißt, du musst zurück zum Lager, wenn die Sonne untergeht. Wieso malt er denn sowas? Ist doch stinklangweilig. Wen interessieren Matschauge und sein blöder Dinosaurier? In ein paar tausend Jahren werden sich die Menschen bestimmt über diese Malereien freuen. Die Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Dinosaurier ist und bleibt was Besonderes. Es ist so schön, mit einem echten Dinosaurier befreundet zu sein. Es gibt ja einiges, das ich ganz schön gewöhnungsbedürftig finde.